Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers. Und zu mir ins Podcastbüro reingeflattert ist der Mann, der schneller tippt, als ein Kolibri seine Flügel schlägt. Und deswegen ist das auch sein Spitzname. Der Kolibri, Max Schrader. Danke. Moin, moin. Ja, wenn man so lange nicht da ist, muss man auch mal so angesagt werden, weißt du? Ja, das stimmt. Wir sprechen heute unter anderem über den Abstiegskampf, denn der wird langsam richtig heiß. Also wir haben vor ein paar Wochen mal gesagt, boah, langweilig, da unten passiert ja gar nichts. Fehlanzeige. Sogar der schon gestern totgeredete erste FC Köln hat wieder die Chance, ja, so ein bisschen zumindest mitzuwirken im Abstiegskampf. Die haben ja auch ein direktes Duell in der nächsten Woche, aber da kommen wir gleich zu. Fangen wir erstmal an mit der Partie von Mainz 05. Die waren in Heidenheim zu Gast, sind in Führung gegangen durch Burkhardt. Dann gab es den Ausgleich von Kleindienst und am Ende hieß es 1:1. Wird sich keiner so richtig drüber freuen. Nö, aber Mainz noch ein bisschen mehr. Also bist du schon mal einen Punkt näher dran an Union. Hilft jetzt auch schon mal, aber ist jetzt natürlich kein Sieg natürlich. Es gibt nur eine einzige Mannschaft, die im Jahr 2024 in Heidenheim verloren hat. Wer ist es? Ja, die Bayern. Ja, die Bayern, natürlich, der FC Bayern. Ansonsten konnte Heidenheim noch nicht gewinnen zu Hause. Ja, also bevor wir gleich auf die Situation im Abstiegskampf kommen, würde ich sagen, machen wir dann weiter mit dem nächsten Abstiegskracher. Union Berlin gegen den VfL Bochum. Da gab es ein 3:4. Eine absolut katastrophale erste Halbzeit der Unioner. Wir hören erstmal rein bei unserem Kollegen Paul Gorgas. Der hat sich nach dem Spiel gemeldet, denn da könnte auch in Sachen Trainer was passieren, aber hört mal einmal selbst. Hi André, Union erlebt einerseits ein wildes Spiel, verliert 3:4 gegen Bochum. Andererseits ist die erste Halbzeit auch eine einzige Offenbarung gewesen. Vor allem defensiv bricht die Mannschaft komplett auseinander. Und das hat natürlich auch verheerende Signalwirkungen in Richtung von Trainer Nenad Bjelica. Der war vor dem Spiel schon mächtig angezählt, stand zur Disposition spätestens im Sommer. Muss er wohl seinen Posten räumen. Jetzt könnte es schneller gehen, vor allem nach diesem Auftritt in der ersten Halbzeit. Sollte Bjelica jetzt wirklich direkt weichen müssen, wäre die naheliegendste Lösung Marco Grote, der U19-Trainer. Der hat Union bereits im November die A-Mannschaft schon einmal übernommen. Damals von Urs Fischer, hat im Duo mit Marie-Louise Ether, die ja immer noch zum Trainerstab gehört, ein 1:1 gegen Augsburg damals geschafft, hat die Niederlagenserie in der Bundesliga gestoppt. Er könnte jetzt noch einmal für zwei Spiele einspringen, denn vor allem die erste Halbzeit war echt ein Offenbarungseid. Da hat die Mannschaft den Trainer komplett in den Stich gelassen, war komplett blockiert. Klar, die zweite Halbzeit macht Hoffnung, zeigt, dass Union offensiv wieder stattfinden kann, wenn die Spieler befreit aufspielen. Und trotzdem reicht es hier nur zu einem 3:4 am Ende, zu keinem Punkt. Und die Abstiegsangst wird immer größer bei Union. Tja, Abstiegsangst an der alten Försterei, Max. Das kann man verstehen. Also es war bodenlos in der ersten Halbzeit, wie Kili sagen würde. Ja, allerdings. Du sagst, es könnte was passieren, da muss was passieren. Also wenn du noch zwei Spiele hast, also dafür ist ja ein Feuerwehrmann geboren worden. Genau. Und dann weiß ich auch nicht, ob der Feuerwehrmann die sind, die schon da sind. Nein, weißt du? Auf gar keinen Fall. Also da muss man irgendwen anrufen. Das wird sich auch, wie bei Bayern, wird sich auf jeden Fall auch einer für Union finden, der gerne mal zwei Spiele Bundesliga trainiert. Und vielleicht, ja, wenn es klappt, auch danach mehr. Ne? Ja, da kann man ja auf jeden Fall drüber reden. Natürlich, klar. Das Ding ist, man muss sich, glaube ich, beeilen jetzt bei Union. Also, wenn ihr diese Folge hört, vielleicht ist schon was passiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Denn es geht jetzt nächste Woche nach Köln. Das ist ja ein brutales Abstiegsendspiel. Man stelle sich nur mal vor, die Kölner, und deswegen habe ich gesagt, wir kommen jetzt mal so ein bisschen darauf, die gewinnen gegen Union. Die haben dann am letzten Spieltag ein Auswärtsspiel in Heidenheim, das ist jetzt nichts Unmögliches. Wir haben gerade darüber geredet. Die haben erst ein Heimspiel in diesem Kalenderjahr gewonnen. Und dann spielt Mainz noch gegen Dortmund und in Wolfsburg. Da ist ja echt noch alles drin. Ja, natürlich. Also klar, Köln hat natürlich das wesentlich schlechtere Torverhältnis, aber du kannst als Mainz auch gerne mal eine Reise irgendwo bekommen, ne? Naja, und du darfst ja eine Sache nicht vergessen, im Vergleich zur Union zum Beispiel, das sind 6 Punkte und 5 Tore Unterschied. 5 Tore musst du ja bei 6 Punkten eh aufholen. Ja, das ist ja kein Problem. Also eigentlich. Von daher, ganz wegreden würde ich die Kölner noch nicht. Das Einzige, was mir da wenig Hoffnung macht, ist die Leistung vom 1. FC Köln, vor allem vorm Tor. Ne? Also, ja, also wer soll da bitte das Tor machen? Genau, das ist so ein bisschen das Problem. Aber ansonsten, es ist tatsächlich wieder super, super spannend. Und wir wollen das nicht vergessen. Wir wollen nicht immer nur das Negative sehen. VfL Bochum
gewinnt an der Alten Försterei, macht da 4 Hütten, was erstmal überragend ist, und hat jetzt 33 Punkte, das heißt, direkt absteigen können die schon mal nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sind 4 Punkte vom Relegationsplatz. Das sieht so aus, als wenn die Bochumer sich erneut überm Strich halten, und ich glaube, das ist da auch ein großer Erfolg und wird gebührend gefeiert am Ende der Saison, wenn es so klappen sollte. Ja, gestern schon, also nach dem Spiel, nach der Landung, hatten einige Spieler schon gesagt, heute wird das Bier aufgemacht. Oh, so weit ist es schon, ja. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob ich da nicht noch einen Spieltag warten würde. Aber auf jeden Fall ist es jetzt richtig, richtig spannend. Wir sind uns einig, es muss einen Trainerwechsel geben bei Union. Ja, und zeitnah, nicht erst am Dienstag. Zeitnah und möglichst jemand von außen und jetzt nicht irgendwie eine Übergangslösung. Also ist auf jeden Fall unsere gemeinsame Meinung, ja? Ja, also sagt gerne mal, was ihr dazu meint. Finde ich auch sehr interessant. Also sollte es noch nicht überholt sein, denn man weiß es natürlich nicht, und vielleicht morgens um 8 sagt Union, jetzt reicht's, wir schmeißen den Bielitzer raus, dann schickt mal eine Nachricht an Stammplatz-Handy. Nummer findet ihr in der Folgenbeschreibung. Würden wir uns sehr drüber freuen. Max, es gab noch ein anderes Spiel gestern, wollen wir auch noch drüber reden. Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen. Die Leverkusener waren nicht immer super souverän in den letzten Wochen, so fair muss man auch sein, aber haben nicht verloren, und gestern gab es mal wieder eine Gala-Leistung. 5-1 Sieg in Frankfurt, wir hören rein bei unserem Meisterreporter, bei Pippo Ahrens. Ja, hallo André. 5-1 gewinnt Bayer Leverkusen bei Eintracht Frankfurt und feiert mit seinen 6.000 Fans eine große Party. Blick mal 18 Monate zurück. Da hat Leverkusen hier 1-5 verloren. Das war das zweite Spiel unter der Regie von Xabi Alonso. Und damals taumelte Bayer Leverkusen Richtung Abstieg. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das mal war. Wie gesagt, vor 18 Monaten. Jetzt ist Leverkusen deutscher Meister, zerpflückt die Eintracht mit ihrem Trainer auf der Tribüne. Denn Xabi Alonso war gesperrt, gelb gesperrt, und unten regelte sein Assistent Sebastian Paria alles, bekam dann noch mit Abpfiff eine Wasserdusche ab, und Xabi Alonso, den dürfte das sehr gefallen haben, was seine Jungs hier gezeigt haben. 8 Wechsel hatte der Spanier in seiner Startelf vorgenommen. Alles natürlich mit Blick auf das Rückspiel am Donnerstag im Halbfinale der Europa League gegen die AS Roma. Unter anderem hatte er aus Belastungssteuerungsgründen auf Florian Wirtz und Alejandro Grimaldo verzichtet. Aber die, die auf dem Rasen standen, die haben einfach Bock zu kicken. Da hat jeder Bock zu kicken. Und das macht diese Mannschaft so gut, das macht sie so stark. Ich nehme nur einmal Adam Lozek heute heraus. Er kam in die Startelf und bereitete 3 Tore vor. Es war eine tolle Vorstellung der Leverkusener. Die Frankfurter, die gehen jetzt gerade rüber in die Nordwestkurve zu ihren Fans. Die Eintracht hat Europa noch in der eigenen Hand. Das war's aus Frankfurt. Schöne Grüße. Max, ich habe so ein bisschen Sorge um Xabi Alonso und um Bayer Leverkusen, denn so wie das in dieser Saison läuft, kommt ja wirklich alles Positive zusammen. Ich hoffe, dass das nicht irgendwann mal wieder umgekehrt sein wird. Das ist ja Wahnsinn. Also es kann ja nur noch schlechter laufen. Also das ist ja wirklich Wahnsinn, was da passiert. Ich habe ja schon fast ein bisschen Angst, dass die Saison komplett, oder was heißt Angst? Ich würde es ihnen wünschen, dass sie die Saison komplett ohne Niederlage abschließen, ne? Heißt möglicherweise auch den Pokal gewinnen, müssen wir ehrlich sein, großer Favorit sind, und auch die Europa League. Und dann bei der ersten Niederlage im neuen Jahr oder in der neuen Saison ein ganz dicker Knall kommt. Meinst du? Nee, ich, also hast du es jetzt nicht im Gefühl? Ist das jetzt deine steile These oder? Also eigentlich finde ich sie sehr stabil, wenn du siehst, so ein Lozek, der spielt die ganze Saison in dieser überragenden Mannschaft überhaupt gar keine Rolle, macht 3 Vorlagen gestern in Frankfurt. Es klappt halt alles, das meine ich damit, weißt du? Ja, es, natürlich. Es kann klar ja nicht immer alles klappen. Das, ist ja, das Einzige, was nicht funktioniert hat, war die Leihe von Borja Iglesias. Muss man ehrlicherweise ja sagen. Und den brauchtest du auch nicht mehr, weil Boniface dann ja auch zeitnah zurückkam. Es ist wirklich verrückt. Und was so ein bisschen auch einen Schatten, finde ich, über die Bundesliga wirft, Dortmund ist 5., die haben 60 Punkte, Frankfurt ist 6. mit 45. Das sind 15 Punkte zwischen. Absolute 2-Klassen-Gesellschaft. Ja, das ist kompletter Wahnsinn, mit 45 Punkten noch Platz 6 zu sein. Alleine Wolfsburg, die vor, sagen wir mal, 1,5 Wochen noch mitten im Abstiegskampf waren, haben mit 37 Punkten noch Chancen, jetzt nach Europa zu kommen. Genau, bis Platz 12 ist da alles drin. Also zwischen Platz 7 und Platz 12 liegen 4 Punkte, zwischen Platz 5 und Platz 6 liegen 15. Ja, das ist leider die Bundesliga auch in diesem Jahr, muss man ehrlicherweise sagen. Max, lass uns ganz kurz in der Bundesliga bleiben und über den FC Bayern sprechen. Da bin ich ja bei dir genau an der richtigen Adresse. Überraschung. Und mich würde ja mal interessieren, was du zur Trainersuche sagst. Ich vermute mal, so richtig zufrieden bist du nicht. Wobei man ja auch sagen muss, man hört jetzt ja immer wieder, ja, abgesagt, der hat abgesagt und der hat abgesagt. Also so richtig abgesagt haben eigentlich nur Nagelsmann und Rangnick. Weil Alonso, da kam es ja gar nicht zu großen Verhandlungen. So, und alle anderen. Das war ja auch schon so oder so unwahrscheinlich. Genau, und alle anderen, naja, wurden jetzt zumindest nicht von den Bayern bestätigt gefragt. Ja, das stimmt. Das heißt, es gab 2 Absagen.
Das kann schon mal passieren. Ja, genau. Klar, jetzt kommt jetzt nicht mehr die A-Plus-Lösung, aber ich denke mal, es wird sich auf jeden Fall jemand finden, wo man auch in der nächsten Saison erfolgreich spielt. Max Eberl war bei unseren Kollegen von Bildsport bei Welt im TV und da wurde er auch gefragt, wie sieht's denn aus mit der Trainergeschichte und Feuerwehrmann oder beziehungsweise eine Übergangslösung für ein Jahr. Das hat er also jetzt nicht komplett ausgeschlossen, aber hat gesagt, nee, wir suchen einen Trainer, der mittelfristig beziehungsweise langfristig mit dem FC Bayern arbeiten möchte. Naja, natürlich, das muss ja auch der Plan sein. Ja, das also, hätte ja sein können, dass man nochmal ein Jahr auf irgendjemanden wartet, auf wen auch immer. Ja, und dann kommt der auch wieder ja, nicht, dann musst sein, du dir klar. wieder einen neuen Trainer suchen, das macht ja gar keinen Sinn. Also das heißt, sowas wie, ich glaube, Van Gaal wurde da gestern ins Spiel gebracht, ist jetzt erstmal unwahrscheinlich. Ja, also da muss dann wirklich nochmal eine ganz schöne Menge an Trainern absagen. Hansi Flick ist so ein Name, der mir in den Kopf gekommen ist, nachdem Eberl sich ja am Samstag geäußert hat und gesagt hat, so, ja, manchmal gehen ja Türen auf im Leben, wo man dachte, die sind zu. Aber das passt dazu irgendwie nicht. Finde ich schon. Also Hansi Flick war ein großer Kandidat bei Barca, hatte man gehört. Dann hat Barca sich für Xavi entschieden. Zu dem Zeitpunkt hätte der Bayern vielleicht nicht gemacht und jetzt möglicherweise schon. Du weißt ja, ich bin kritisch mit Hansi Flick oft. Was man dem aber nicht abreden kann, ist, dass der auf jeden Fall Erfolg mit den Bayern hatte. Ja, natürlich. Also ich tippe auch auf Flick. Du glaubst, er macht's, ja? Ja, das hatte ich aber hier vor ein paar Wochen auch schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass es eher Flick wird als jemand anderes. Voll den Absagen, ja? Ja, tatsächlich ja. Ich würde mir ja persönlich Mourinho wünschen. Ich fände es super geil, wenn es Mourinho machen würde. Ja. Aber aus Sicht eines Journalisten, der sich den ganzen Tag auch in seiner Freizeit mit Fußball beschäftigt. Ja, also ich würde es super, super, super witzig finden. Ich glaube, den Gefallen werden die beiden uns nicht tun, weil das tun die sie nicht an. Nein, das glaube ich auch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, falls es Flick nicht wird, könnte ich mir eine Lösung mit Martin Di Michelis vorstellen noch. Aber ist das eine Tür, die möglicherweise zuletzt aufgegangen ist und lange nicht offen war? Ich glaube nicht. Naja, kann ja sein, dass irgendeiner das dann erstmal im Meeting gesagt hat. Und dann, da haben wir ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Oder ist das so ein Bluffspruch von Max Eberl gewesen, um die Leute zu beruhigen? Ja, das kann natürlich auch sein. Der ist ja jetzt auch nicht seit gestern erst im Geschäft. Nee, ist nicht auf den Kopf gefallen, der Max Eberl. Ich bin sehr gespannt. Und ich glaube, dass alle Bayern-Fans, und du zählst auch ein bisschen dazu, glaube ich, auch wenn du den Journalisten ja noch in dir hast, dass alle Bayern-Fans denken, jetzt langsam darf es auch mal feststehen. Ja, also du tippst auch auf Flick. Ich glaube mittlerweile, dass Hansi Flick wird. Ja, also gestern wurde dann noch kurz über Löw diskutiert, da hat Eberl dann auch gesagt, nee, der hat ja auch mal gesagt, er will kein Bayern-Trainer werden. Ich glaube, dass Max Eberl auch ganz froh drüber hat, ich den Eindruck. Kann ich mir auch gar nicht in so einer Vereinstrainerrolle bei einem Spitzenklub vorstellen, überhaupt nicht. Hansi Flick könnte damit auch tatsächlich seine eigene Trainerehre so ein bisschen wiederherstellen nach dieser Amazon-Doku, über die wir hier ständig sprechen. Der hat nichts mehr zu beweisen, aber trotzdem kann ich mir das vorstellen. Gestern wurde bei der Formel 1 noch Zinedine Zidane gefragt. Okay. Er hat dann nochmal bei Sky gesprochen und auch nur, naja, jetzt schauen wir erstmal, was am Mittwoch passiert, Real gegen Bayern. Okay. Also man könnte auch sagen, nein, ich habe keine Lust oder ich will nicht. Genau, hätte man so ja auch absagen können, in Anführungszeichen. Genau. Ne? Ja, und dann gibt es ja noch mehrere wilde Ideen, von Pep Guardiola bis was weiß ich, aber ja, ich kann mir das alles momentan eher machen wir es als Guardiola. Ich glaube auch an Hansi Flick. Aber wäre auch eine coole Lösung. Guardiola wäre auch heftig. Also, ich meine jetzt das Duo Schrader-Alvers. Ach so, meinst du? Ja, ich finde Guardiola, wenn der sagt so, pass auf, ich muss mit dem Bayern nochmal die Champions League gewinnen, fände ich auch gut. Aber das Duo Schrader-Alvers, auf jeden Fall würde ich das Bayern-Gehalt mitnehmen. Also da könnten die mir auch noch ein paar Monate die Abfindung zahlen. Das wäre kein Problem. Ich würde Stammplatz nebenbei weitermachen. Lass uns zum Schluss noch ein bisschen auf die zweite Liga gucken. Da haben wir jetzt das Aufstiegsendspiel in der nächsten Woche. Wenn Holstein Kiel zu Hause nicht verliert gegen Fortuna Düsseldorf, sind die aufgestiegen. Dann sind die Bundesligist. Ja, also mehr geht nicht. Liegt nämlich daran, dass die Kieler sich durchsetzen konnten. War eine schwere Geburt bei Wien Wiesbaden, aber am Ende haben sie 1-0 gewonnen. Ansonsten gab es noch ein bisschen Sommerkick-Fußball. Hannover gegen Paderborn 3-2. Elversberg gegen die Hertha 4-2. Also da hat man ja so ein bisschen Fünfe gerade sein lassen, was die Defensive angeht. Der HSV hat sich zurückgemeldet im Derby gegen St. Pauli. Was da sehr interessant war, war diese Rudelbildung. Ne? Sieht man auch nicht alle Tage. Genau, vor dem Anpfiff. Das hat Steffen Baumgart wohl in der Videoanalyse schon zu seinen Jungs gesagt. Hier im Hinspiel sind die auch in eure Hälfte gelaufen beim Aufwärmen. Achtet da mal drauf und lasst das mal nicht zu. Haben sie dann auch nicht zugelassen. Ne? Also ein bisschen scharf gemacht, die Jungs. Ja, und was da natürlich auch super interessant ist in der zweiten Liga, ist der Kampf um den Klassenerhalt. Ne? Also deine Eintracht aus Braunschweig. Boah, jetzt geht's aber los. Hier. Also ihr müsst wissen, Max ist jetzt nicht ganz Braunschweiger, du kommst aus der Nähe, bist jetzt nicht der Riesen-Eintracht-Fan, ne? So kann man das sehr gut sagen, ja. Also, okay, er möchte, also mir gegenüber ist er offener normalerweise, aber er möchte euch nicht sagen, dass er eine tiefe Abneigung gegen Eintracht Braunschweig hat. Die sind auf Platz 15, 16. Wien Wiesbaden durch die Niederlage mit 32, Hansa Rostock auf 17, 31. Ja, und Lautern durch den Sieg gegen Magdeburg fast schon so ein bisschen raus, ne?
4 Punkte schon mal ein gutes Polsterchen, sagen wir mal so. Also, Braunschweig, Wien, Rostock, was meinst du? Ja, ich glaube Rostock direkt runter, sagen wir mal Braunschweig-Relegation und Wien bleibt drin. Okay, alles klar. Und oben, sagst du, Kiel und Pauli machen es? Ja, das bleibt so. Und dann Relegation von Fortuna Düsseldorf gegen Union Berlin. Genau. Oder 1-5, aber man weiß es nicht. Ja, Union wäre spannend. Kili hat mir gestern schon geschrieben, ich packe eine Relegation nicht. Das kann ich nicht, das schaffe ich nervlich nicht. Kann ich mir vorstellen, das ist unangenehm. Habe ich auch mit Werder Bremen hier und da mal gemacht, schockt nicht. Ja, kann ich mir vorstellen. Wir machen vorhin den Deckel drauf. Wir stehen vor einer wirklich unfassbar interessanten Fußballwoche mit zwei Champions League Halbfinal-Rückspielen, wo es sehr gute Aussichten für die deutschen Mannschaften gibt. Es gibt große Streitigkeiten bei uns in der Redaktion, da müsstet ihr eigentlich mal dabei sein. Ja. Ein Podcast-Papa, der sagt, die Bayern fliegen auf jeden Fall raus, die haben keine Chance. Ich, der dagegen hält, wie schon gegen Arsenal. Wird spannend. Für heute Deckel drauf. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.